Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Wir sind wieder unterwegs nach Wachenheim auf dem Campingplatz Wachenheim bei der Wachtenburg. Genau. Wir machen dort hoffentlich ein schönes Wochenende. Das Wetter hat Sonne-Wolke-Mix vorausgesagt. Und der Plan ist, dass wir von dem Campingplatz aus, das sind dann so 11 Kilometer weg, nach Gimmeldingen auf das Mandelblütenfest fahren. Mhm. Da seid ihr dabei. Natürlich machen wir auch wieder eine Stellplatzführung von dem Campingplatz in Wachenheim. Da gibt es auch die Wachtenburg. Mal schauen, wenn es von der Zeit her klappt. Gehen wir da vielleicht auch noch hoch. Entweder gehen wir zu Fuß hoch oder wir fahren mit dem Fahrrad hoch. Da gucken wir mal. Genau. Aber egal wie. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Entschuldigung, Schatzi. Alles gut. Wir nehmen euch wieder mit. Bis gleich in Wachenheim. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Morgen, ihr Lieben. Frühstück. Frühstück, genau. Heute Nacht hat es hier richtig geregnet. Sowas von. Du hast gesagt, du hast nichts mitgekriegt. Ja, aber meine Frau hat gesagt, sowas von. Und was die Frau sagt, stimmt haargenau. Wir sind blöd, aber? Schäblöd. Gut. Nach dem Frühstück machen wir eine Tour. Wir sind hier ja in der Pfalz. Habt ihr ja vom Intro mitbekommen. Und dann nehmen wir ein Mandelblütenfest mit. Mindestens eins. Mal gucken, wo wir hinfahren. Plan ist Gimmeldingen, das ist eigentlich das bekannteste, aber damit halt auch das überlaufendste Mandelblütenfest. Wenn es uns zu voll ist, dann gehen wir einfach weiter, weil es sind überall gerade Mandelblütenfeste hier in der Pfalz. Jetzt am Wochenende und nächstes Wochenende und ja. Ja, also. Wir werden was finden, wo wir einkehren können. Also genau. Von dem her habe ich keine Angst. Und wenn wir was gefunden haben, dann findet ihr natürlich auch was, weil wir nehmen euch natürlich mit. So schaut's mal aus. Also, dann bis in Kürze auf einem Mandelblütenfest. Ciao. Und mit vielen Mandelblütenbäumen. Das macht Sinn. Gell, das macht Sinn. Ciao. Als wir losgezogen sind, war das Wetter eher suboptimal. Bei schönem Wetter kann jeder Fahrrad fahren, gell? Das stimmt. Die Radtour von Wachenheim über Deidesheim zu Gimmeldingen war wunderschön. In Gimmeldingen dann angekommen, strahlte die Sonne wieder. Wir haben uns erstmal umgeschaut und es gibt ja jede Menge Weingüter, wo man einkehren kann. Also eine richtig schöne Stadt. Wer Wein liebt, alte Winzerstädte liebt, ist ja super gut aufgehoben. Von dem Winzerhof, wo wir die erste Einkehr gemacht haben, hatten wir einen wunderbaren Blick in die Rheinebene und die Pfalz hat schon etwas Mediterranes. Wir sind dann noch etwas über das Fest gebummelt, haben uns angeschaut, was es so alles zu essen gibt und zu trinken gibt und sind dann genau hier hängen geblieben. Und hier auch der Grund, warum. Gut gestärkt haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht.
die gleiche Strecke wieder zurück. Allerdings diesmal nochmal zwischendrin an den Mandelbäumen vorbei. Und schaut euch das mal an. Sieht das nicht herrlich aus? Genießt es. Wir haben es genossen. Mega, oder? Es war sehr windig, wie ihr den Grashalmen ansehen könnt. Und durch Deidesheim durch ist uns nochmal klar geworden, dass auch Deidesheim eine wunderschöne Stadt ist. Also wenn ihr hier mal in der Gegend seid, dann macht einen Abstecher zu Deidesheim. Es lohnt sich. Auf dem letzten Streckenabschnitt nach Wachenheim haben wir beschlossen, da es ja noch nicht so spät am Tag war, der Wachtenburg auch noch einen Besuch abzustatten. Also wir können euch nur eins empfehlen, wenn ihr mal auf dem Campingplatz Burgtalseite in Wachenheim macht einen Abstecher auf die Wachtenburg. Es ist eine Ruine, toll anzuschauen, aber vor allem der Blick nach unten in die Rheinebene, echt super schön. Es gibt eine Burgschenke, die man auch hier genießen kann, und es ist vom Campingplatz nicht weit weg. Ihr seid ruckzuck hochgelaufen oder mit dem Rad hochgefahren. Schaut euch die Bilder an. Also, wir können es nur empfehlen. So, jetzt kommen wir nach einem guten Frühstück zu unserer Stellplatzführung. Im Eingangsbereich erwartet euch ein schönes Eingangsschild. Hier der Flug von rechts nach links über den Campingplatz, und hier seht ihr auch schon, wie toll der gelegen ist. Die Einfahrt, bisschen schmal, aber reicht total aus. Direkt nach der Einfahrt befindet sich dieses Gebäude, wo auch die Rezeption zu finden ist. Hier auch die Anmeldungszeiten. Bei der Rezeption bekommt ihr auch den Keyschlüssel, um die Schranke hier zu öffnen. Die Platzversorgung mit Frischwasser ist super gelöst. Hier auch die Stromversorgung direkt am Platz, und die Grauwasserentsorgung ist ebenfalls ausreichend groß gelöst. Die Müllentsorgung auch sehr schön gemacht, sauber. Es gibt zwei Sanitärgebäude, eins im oberen Campingbereich hier und eins im unteren Campingbereich, wo auch die Rezeption ist. Hier nun ein paar Eindrücke vom oberen Sanitärbereich mit der Chemietoilettenentsorgung, dann der Sanitärbereich bei den Herren mit dem Toilettenbereich. In die Jahre kommen aber sehr sauber, passt deswegen alles. Der Waschbereich vor den Duschen auch sehr schön gemacht, ausreichend, und die Duschen selber mit einem Brausekopf, richtig toll und genügend Platz. Es gibt auch einen ausreichenden Spülbereich für das Geschirr. Und im unteren Sanitärbereich haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und zu trocknen. Genauso wie eine kleine Küche mit Spülbecken. Hier noch einen kleinen Eindruck vom unteren Sanitärbereich. Hier bei den Mädels, und auch hier alles top sauber gehalten. Noch ein Abschiedsblick auf den wirklich toll gelegenen Campingplatz, bevor es in Richtung Heimat geht. Unser Kurztrip ist jetzt rum. Ja, gut, es waren zwei Nächte. Ja, von Freitagabend bis heute jetzt Sonntag. Und ich finde, es war ein richtig schöner Kurztrip. Eigentlich ja.
bis aufs Fahrradfahren. Das kriegt ihr gar nicht so mit bei den Bildern und bei den Videos. Also mit dem Fahrrad, als wir losgefahren sind vom Campingplatz nach Gimmeldingeln auf das Mandelblütenfest, was soll ich sagen, wir sind richtig nass geworden. Auch mal vom Feinsten. Das war nicht so schön. Da hat es runter geregnet und der Regen, der ist nicht mal von oben runter gekommen. Also schon natürlich von oben runter gekommen, aber bei uns angelangt ist er echt seitlich, weil es doch sowas von gestürmt hat dazu. Ja. Ey, das war nicht schön. Wahnsinn. Und eine halbe Stunde lang ging das. Eine gute halbe Stunde ging es. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Einmal haben wir uns sogar untergestellt, weil es zu arg war. Ja. Und nachher wollte ich mich dann nochmal unterstellen. Da hat mein Schatz gesagt, es sind nur noch 1,8 Kilometer. Da habe ich gesagt, komm, dann fahren wir. Genau. Ja. Und die 1,8 Kilometer, die sind wir dann gefahren und in Gimmeldinge angekommen. Und dann kam die Sonne raus. Ja. Das rechtzeitig. Ist richtig schön belohnt worden, genau. Zum Einkehrer in einem Weingut. Da habt ihr ja die Bilder dazu gesehen. Also von dem her gesehen. Der Campingplatz selber hat uns sehr gut gefallen. Der war super schön, ja. Sanitäranlagen sind in die Jahre gekommen, aber super sauber. Also genau. Wirklich top, kann man nur empfehlen. Genau, und darauf kommt es an, dass es sauber kalt wird und es wird sauber kalt. Und es ist ein richtig schöner familiärer Campingplatz. Ja. Also an die Betreiber. Die Stellplätze schön parzelliert. Ja. Also von dem her und auch schön groß, also unterschiedlich groß. Wir hatten jetzt einen, der war richtig schön. Das war am oberen Stellplatz. Ja. Vom Campingplatz, deswegen an die Betreiber ein dickes Lob. Ja, Daumen nach oben. Habt ihr wirklich ganz toll im Griff, euren Campingplatz. Ja. Gefällt uns und daher kommen wir auch wieder. Auf jeden Fall. So, und wenn ihr uns dann weiter folgen wollt und wenn euch unsere Stellplatzführung gefallen hat, unser Ausflug gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Genau, Abo, dankbar natürlich. Absolut. Fragen tun wir beantworten. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Ausflug. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.